Moin! Mir ist richtig sauer. Meint ihr eigentlich, dass ich blöd bin oder was? Ich habe Nachrichten gekriegt wegen der Farbe. Bevor das Video richtig anfängt, flippe ich erstmal richtig aus und zeige euch dann, was das ist. Kann doch wohl nicht wahr sein. Denkt ihr mir blöd oder was? Letzte Woche, wo wir den Fahrtbank zusammen gebaut haben, haben wir neunmal kluge geschrieben, die Farbe steht links auf dem Regal. Mir ist nicht blöd, das ist die Farbe nicht. Meine Fresse. Nee, Wilke, das ist so. Denken die mir, ist blöd oder was? Ich bin auf einige richtig sauer. Ich habe hunderte von Nachrichten gekriegt. Die Farbe steht links, die Farbe steht links. Das haben wir doch im Video erklärt, dass das nicht die Farbe ist. Mir hat alles im Griff in diesem Verein. Und dann mir erzählen auch noch, wo die Farbe steht. So, an alle. Will ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe einen Kübelwagen zusammengebaut und kein Spreewagen. Und was steht hier drauf? Spreker. Und was heißt das? Da sind Sprühflaschen drin. Jetzt schlecht hier, echt. Hier kann er wohl eine Sprühflasche von 5 Kanister unterscheiden. Was ist das? Was steht da drauf? Athletic Spray. Ja, das ist Sprühfarbe. Und in den Wagen, den wir zusammengebaut haben, da kommt Flüssigfarbe rein, mit Wasser vermischt und dann kannst du da Linie mitziehen. Und jeder, der mir verleugnet hat, wegen der Farbe da links. Nein, das ist so. Der entschuldigt sich in den Kommentaren bei mir, höchstpersönlich. Mit Entschuldigung, Udo, so blöd bist du gar nicht. So, und jetzt können wir mit dem Video richtig loslegen. Wege, echt, das stand überall, stand das. Udo links und du links. Brauchen wir hier noch was? Nein. Wollen wir, Jan-Jürgen ist heute auch dabei mit seinem flotten Mackie-Messer-Gedächtnisschnitt. Und wenn Jan-Jürgen dabei ist, dann haben wir ganz schwierige Aufgaben, Udo. Nee. Der ist ja schon wieder auf Naturkundefahrt, ist der ja schon wieder hier. Weil da ein Vogelnest ist, Udo, und dich interessiert das mal wieder nicht. Weil ich da keine Zeit zu habe, mir den ganzen Tag in den Bäumen gucken und Vögeln beobachten. Hab nicht die Zeit, mit den Händen in den Hosentaschen zu sitzen und an der Kerze rumzuspielen. An der Kerze rumspielen. Denke, das ist doch jetzt scheißegal. Ja, aber das heißt an der Kerze rumspielen. Ja, dann ja an der Kerze rumspielen. Wir diskutieren schon wieder über Kerzen, über Vögeln, als unserer Arbeit nachzukommen. Ist doch schön, wenn man hier auf dem Fußballplatz Vögel hat. Ist doch wie in der Natur. Ich vögel dir gleich so ein, da kannst du aber hingucken. Udo, was? Denk über deine Wortwahl nach. Die Vögel, der Vogel, viele Vögel. Wir werden heute. Ja, aber diesmal läuft das reibungslos. Wir werden ein. Was? Ich verstehe nicht. Wir müssen noch einen Spender anbauen. Was für ein Spender? Eine Defizitionsspender. Was für ein Spender? Ein Defi-Spender. Sag es doch bitte vernünftig. Ein Defizitions... Was? Ein Defizitionsspender. Mir ist sowas von schlecht. Jetzt muss ich auch nur einen in der Herrentoilette anbringen. Was? Ein Defizitionsmittelspender. Hey, das ist kein Rasenfeld, das ist ein Fußballfeld. Haut ab da. Pack mir den ganzen Rasen kaputt ab. Geh durch den Frisch gesehen. Bin ich hier eigentlich nur vom Blöden umrandet. Jetzt läufst du da auch noch durch. Hey, Papa Rabe, kannst du deine Frau nehmen? Bescheid sein, dass die nicht mein Grassaat alles rausfressen. Papa Rabe. Warum bist du eigentlich schon wieder hier? Ich habe mich noch mal mein Brötchen holen getroffen. Udo? Ja. Und dann? Das stimmt gar nicht. Da hat er mich gefragt, ob ich heute mithelfen möchte. Das stimmt ja gar nicht. Du lügst schon du wieder. Du gehst morgens aber immer Brötchen holen. Aber heute Morgen sind wir nicht hin gewesen. Meine Frau hatte... Warum sollte Jan-Jürgen das erfinden? Weil er auf deine Anweisung redet. Ich habe ihn nur ganz normal gefragt. Ja, ja. Ich sehe deine Augen schon wieder. Udo. Was packt mich noch einmal so an? Was ist? Er fummelt mit an seinen Schlüssel rum. Hier der Krise. Hier wird nur noch manipuliert und Wilke, du hast alles im Griff hier. Echt. Die Leute, die reden so, wie du das willst. Ist schon heftig, dass du dann morgens beim Bäcker Jan-Jürgen triffst. Das stimmt überhaupt nicht. Und direkt fragst, ob er hier zum Sportplatz kommt. Natürlich habe ich das nicht gesagt. Mir braucht Jan-Jürgen nicht, um Löcher anzubohren. Ich weiß ja, wie das wieder eskaliert. Wieso hast du eigentlich schon wieder das Tesafilm-Titel? Das ist kein Tesafilm. Das ist Tesafilm. Das ist kein Tesafilm.
So, jetzt zeige ich euch mal, wo es hin muss. Das. Ich hab mir gedacht, dass du wieder fragst. Defizitionsmittelspender. Oh, ist das schwer. Wer hat das Wort eigentlich gefunden? Jan Jürgen. So, Udo, hier. Kann man den nochmal so abnehmen? Nein! Mach den, einmal den Zuschauern zeigen. Ja. Das hat Udo fabriziert. Ja, da bin ich abgerutscht. Udo hat ein Insektenhotel hier gebohrt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier drunter sind auch noch solche Löcher. Nein, hier drunter sind nicht. Keine Löcher, da sind nur zwei. Das sieht super aus. Das kann man dick spachteln, weg ist es. Dann bohr das mal lose. Nein, das bleibt fest. Bohr das mal lose. Nein, das ist doch. Geh mir deine Finger da weg. Der Ding wird aufgehängt, so, zack. Eine ernstzunehmende Frage an dich, Udo. Was denn? Baust du hier ein Insektenhotel? Oh, wow. Ich hau dir gleich das Oberarmhals und ich baue, du hast die Wand verschworen. Das garantiert dafür. Ich hab die Schnauze voll. Und warum muss jetzt noch ein Spender aufgehangen werden? Auf der Herrentoilette, weil hier das ja ein Fußballfeld ist und hier sind mehr Männer, muss da ein extra Spender drauf. Wir mussten auch sogar solche Plakate aufhängen, wie die Hygienevorschriften funktionieren. Ja. Hab ich auch gemacht. So, hier müssen wir das aufhängen. Ein bisschen höher. Zack. Solche Spender, Udo, betätigt man übrigens mit dem Ellbogen, nicht mit der Hand. Ich werde aber nicht in den Fliesen bohren. Udo, aber das muss mit dem Ellbogen betätigt werden. Guck mal so, und dann musst du den so runterpumpen. Ja, aber ich werde nicht in den Fliesen bohren, weil dann weiß ich genau, dann ist da keine Fliese mehr dran. Der hängt nämlich genau richtig, guck. Winkel! So, und jetzt fangen wir an. Jetzt hole ich die Bohrmaschine, alles. Ich habe sogar Betonbohrer mitgebracht, vernünftige Dübeln, alles. Und dann bauen wir das in Ratzfatz ran. Keine fünf Minuten ist das Ding dran. Was bauen wir ran? Ach, ich habe mir gedacht, Desinfektionsmittelbehälter. Und jetzt im Ganzen. Desinfektionsmittelbehälter. Oh, man erlebt mich anders. Du musst da nicht lachen, du kannst das auch nicht. Jan Jürgen. Desinfektionsspender. Wer hat dir das denn über Nacht beigebracht? Ich werd schlecht, jetzt kann er das besser wie ich. Hast ihn, wie lange hast du dafür gebraucht, an ihn beizubringen? Der kann ich nicht! Das ist der Spender. Ja? Der was? Das ist der Desinfektionsspender. Aber ich frag mich jetzt gerade, ist das. Hä? Wo ist der jetzt denn? Der müsste doch jetzt so an der Wand. So, aber wo ist denn, wie wird denn der gehalten? Dann wird das hier losgeschraubt, da kommt der da ran. Ja, aber wie kriegst du denn die Schrauben da ran? Oder wird der hier? Hä? Weil das hier alles so los. Das kann sein. Warte, vielleicht wird der hier, dass die rauskommen. Anstatt dann dauernd mit deinen rostigen Fingernägeln dann rumzudrehen, nimm doch eben den Schraubendreher. Wicke, ich hab keinen dafür. Brauch einen Imbus. Gibt's nicht. Warum können die Leute nicht einmal was schicken, was ratzfatz rangeht? Ja, aber Udo, wieso liest du dir das denn vorher nicht durch, wie man das macht? Da ist doch gar keine Beschreibung dabei. Denn ich dreh die Schraube gleich ins Ende. Du musst auch mal wieder zum Hufschmied, ne? Ja, das ist peinlich, ich weiß. Kann man das denn runterschieben? Ja, Jürgen, muss doch weiterhin so blöd auf der Treppe sitzen, anstatt mir mitzuhelfen. Sag das bitte doch mal. Ich kann den Müllsammeln wieder aufmachen, dann habe ich den ganzen Müll von den Karton da reingeschmissen. Du hast hier nicht mal die... Ich hab ab. Wie hast du das denn gemacht? Da muss man so einen Hebel drücken da. Oh! Jetzt zeig! Ich bin, ey, das ist mehr wie peinlich. Wie hast du das hingekriegt? Ja, so muss er doch, und dann mit so an der Wand, oder wie? Ja, dann musst du das hier nachher entriegeln. Ach so, ja, aber wie, du kannst das aber nur unten festmachen dann. Ey, das ist Technik und ich hab keine Ahnung von Technik. Du baust Schiffe, Udo. Ja, das ist Übertechnik, ist das. Dann nehmen wir vier Löcher, ja. Ne? Und dann machen wir das so dran. Ja, super. So. Hoffentlich klappt das jetzt mit den Löchern, dann wäre ich froh drüber. So, und ich hoffe... So. Ich frag dich jetzt ganz vernünftig. Du sagst ja, man muss das mit den Armen machen. Ellbogen. Wenn ich den jetzt hier anbringe, sollte, ist das zu hoch. Ja. Also müsste ich theoretisch in den Fugen. Ja. Darf ich aber nicht. Wer sagt das? Ich. Wieso? Weil sonst springen die Fliesen.
Wir haben doch auch kleine Menschen im Verein. Richtig, unsere Kinder. Also heißt das, ich darf ihn ja nicht, dann müsste ich den in dieser Höhe machen. Mach doch einfach. Aber doch nicht in den Fliesen. Wieso? Die gehen kaputt. Und dann habe ich einen brennenden Arsch. Dann kannst du aber hingucken. Das ist auch mal eine Chance, den Zuschauern zu beweisen, dass du was kannst. Ja, ich werd's auch, aber wir werden es von außen anbringen. Die Scheißfiguren hätten es auch schon wegräumen können. Das kann man wegstellen. Ach, die Wurde. Also heißt das im Endeffekt, kleine Kinder in dieser Höhe. Richtig? Und jetzt machen wir das wirklich professionell. Das kann man nicht erfinden. Nee, weil das zu schnell geht für mich. Was? Ja, wenn ich das rede und meine Hirnzellen, die müssen dann arbeiten, und das ist zu viel. Was machst du gerade, Udo? Ja, wonach sieht's aus? Ich roll gerade die Spaghetti-Haare auseinander. Und dann bist du blöd, also echt. Kann das sein, dass du bei Wilke alles abguckst und mich auch noch in den Wahnsinn treiben willst? Dann mach so weiter. Der war doch unten, oder nicht? Nee. Jawohl, den hast du doch unten losgemacht. Lass mal gucken. Hier, da sitzt die Klappe. Und da wird dahinter gespannt. Siehst du? So. So. Eins. Was willst du jetzt? Hier, besser. Du hast jetzt, wo sind die Löcher jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Denkst du, mir ist blöd oder was? Hier ist ein Loch. Hast du einen Steinbohrer? Ja, hier. Woran erkennt man Steinbohrer? Ja, weil das ein Steinbohrer ist. Nee, jetzt erklär mal. Woran erkennt man das? An die breite Bohrfläche hier oben. So. Was ist hast du da was gemacht? Er hat das Kabel rausgezogen. Immer selber mit dir. Du willst ja nur Blödsinn. Ein bisschen Spaß muss man auch immer haben. Ich zeig dir gleich, was Spaß heißt. Immer nur Blödsinn in den Kopf haben. Ja. Ja. Da den Gehirnzellen mal an, dann hält wieder gaue Chlor. Aber nee, Udo mit dir argen. Udo, hier liegt übrigens eine Stromleitung, ne? Das sieht gut aus. So, festhalten. Wilke! Bin da aus Versehen gegengekommen. Ja, das hast du in der Hand. Du bist ein Affe, weißt du. Weil es jetzt nämlich richtig gut läuft, ne? Meinst du, du musst mich jetzt ärgern? Lass die Steckdose. Ist drin? Nein. Doch, ist drin. Der ist drin, Udo. So ist drin. Siehst du, dann funktioniert der auch. Nein, lass die Steckdose nur. Das ist eigentlich ein Witz für Fünfjährige, aber schon lustig, ne? Nein. Der ist immer wieder lustig. Ich hab hier. Nein! War schon witzig ein bisschen. Ja, aber jetzt ist gut. Ich komme ja wieder nichts weiter. Du merkst das, das läuft zu gut. Also? Das läuft bei dir nie zu gut. Es gibt immer. Nein, du merkst das schon wieder, das läuft zu gut, da müssen Störungsprogramme drin. Gehst du vom Kabel runter? Gehst du! Udo, ich muss doch irgendwo filmen. Ja, aber nicht auf mein Kabel. Wo ist das Ding jetzt denn schon wieder? Was suchst du denn? Gesangbuch. Ist Sonntag, ich muss beten. Mit dem Gesangsbuch beten, Udo? Nein, aber ich muss ja ab und zu auch mal ein Lied singen können. Schau mal, was ist das denn? Immer derselbe Scheiße, lockern Sie sich. Oh nee. Warum kann ich irgendwie mein Plan funktionieren, wenn ich was anpacke? Ich verstehe das nicht. Alles, wenn es vor der Kamera geht, fängt das Ding an zu spinnen. Udo, möchtest du nicht den Deckel gerade machen? So. Die Leute fragen sich ja immer, wieso du dich so über Oua aufregst. Ich kann's einfach. Jetzt komm mal hoch in die Kamera. Die Leute, da haben ja auch schon welche gesagt, du würdest dich künstlich darüber aufregen, damit wir das besser verkaufen können. Nein! Was passiert, wenn du morgen zur Arbeit gehst? Ich höre nur Au revoir, au revoir. Was passiert, wenn du einkaufen gehst?
Over! Was passiert, wenn du abends mit deiner Frau im Bett liegst und da rufen wildfremde Leute bei dir zu Hause an? Ja, dann höre ich Over! Was ist, wenn Leute an deinem Haus vorbeifahren? Ja, dann rufen sie Udo, Over! Was passiert, wenn wir bei meinem Haus sind und Leute fahren vorbei? Ja, das ist genau dasselbe, sagen sie auch alle Over. Die Leute sagen Udo den ganzen Tag Over, Over, Over. Und ich kann es nicht mehr hören. Du freust dich auch, wenn wir ein paar Sachen verkaufen, wo Over draufsteht. Natürlich! Da kriegst du nämlich ein bisschen Geld für deine... Ja, ich krieg eine Haartransplantation oder wie das Scheiß heißt. Wenn wir Klamotten verkaufen mit Au drauf, dann ist das doch eine schöne Sache. Man soll sich doch für andere freuen, oder nicht? Richtig. Man macht doch anderen Menschen damit eine Freude. Richtig. Die wollen es doch auch. Die freuen sich doch, dass sie das Au T-Shirt haben. Und wir? Wir freuen uns auch ein bisschen. Und wer freut sich am meisten? Der Verein hier. Ja. Der kriegt nämlich auch richtig Kohle. Aber das, ich weiß auch nicht, warum Leute uns das nicht gönnen. Das weiß ich auch nicht. Liebe Leute, Missgunst ist keine schöne Eigenschaft. Diskutieren schon wieder über das Au-Wa. Kann ich das Ding jetzt dran setzen? Zack. Und wer hat's gemacht? Mit vier Löchern? Der Udo war's. Und wenn Jan Jürgen dir nicht erklärt hätte, wie man's richtig macht, dann hättest du hier 8 Wochen gesessen. Ja, ich wusste es nicht, dass man so... Holst du eine Flasche, bitte? Was für eine Flasche? Die hier reinkommt. Was für eine Flasche? Deeffizienzmittel. So, fertig. So, und jetzt müsste das funktionieren. Mit dem Ellbogen. Oh ja. Gut! Vernünftig aufräumen, sonst gibt's Lack. Das ist Trainingsmaterial. Dann hör den Ball auf. Wieso steht er in den Flur? Alles direkt vom Eingang. Bloß nicht nach hinten stellen. Muss ich ja so weit laufen. Fertig. Ruth. Hast du einen Weg genommen? Nee, brauch nicht in der Schule. Liebe Zuschauer, ihr müsst mal nach draußen gucken, wie viele Leute hier stehen. Das ist nicht normal. Zuschauer von außerhalb, wo kommst du her? Aus Dorsten. Dorsten-Wulfen. Woher bist du hierher gekommen? Jo. Und du hast ich habe einen Poststein mitgebracht. Ich dachte, den kann ich mal hier auslenken, den ich gefunden habe. Hast du Udo schimpfen gehört? Auf jeden Fall. Udo! Udo wie ein Rohrspatz. Udo, hier hat sich jemand aufs Gelände geschlichen. Moin. Glück auf, moin. So, was ist? Wie hat sich aufs Gelände geschlichen? Oh, das kostet aber 200 Euro. Hier sind aber wirklich nette Leute. Guck, da vorne stehen schon wieder welche. So, liebe Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben in den Kommentaren. Mir war heute wirklich gut. Ohne ein Fehlloch. Also alle 4 Löcher, zack, waren drin. Was sagst du jetzt dazu? Ja, hast du gut gemacht. Danke. Hast du wirklich gut gemacht. Danke. So, jetzt wünsche ich euch... Aber nächstes Mal ziehst du kein T-Shirt an, wo Tesafilm drauf ist. Das ist kein Teser. Das ist einfach ein modernes T-Shirt, Wilke. Geh da weg, ich hab jetzt Feierabend. Sonst gibt's Rams, Bam, Bums. Einer Klappe und dann bist du weg. Hunderte sterbliche Hülle schätzen. Ja, aber du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt ihr uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube? Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das... Ja, ja. Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja, lächerlich.